one more. I try, and I try. You all betray me. You can hang like the rest of them. Oh, he wants to live. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Häng mir schon auf, Alter. Jawohl. We could have been beautiful. Na, endlich sind wir denn los, ey. Gesessen. Er folgt uns nicht mehr. Aus hier. Da brennt eine Kirche. Aber. Ja, wo kommen wir jetzt hier raus? Da schlecht ihn. Do you want to check his pulse? Let's just say he's dead. Yeah. What kind of sick fuck is he? He even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Nicht unsere Hilfe, die gehofft habe hier. Wie soll man das ganze Haus hier? Hier, wenn wir mal nicht schnell in die Nähe kommen, knallen die uns ab, ey. Wir verschwinden jetzt hier einfach. Ich muss sagen, das Spiel fand ich einfach nur geil. So muss ein Gameplay sein und nicht anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem anderen Gameplay wieder. Da würde ich schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Mr. Park. Und reingehauen.
Die letzten 10 lasse ich einfach laufen. Bis dann, Rogerin. Schon mal erledigt. Mit ein paar Spritzer hier. Den hat verrissen. Das sieht doch mal geil aus, oder? Mount Massiv Asylum. Ich würde sagen, das Spiel haben wir geschafft. Jetzt suchen wir uns hier schon den Ausgang. Und dann reingeglotzt. Ja, so sieht das Haus von draußen aus. Das kranke Psycho-Haus, ey. Unser Auto steht hier auch noch vom ersten Teil. Aber noch die letzten Sonnenstrahlen hier genießen. Haut da rein. Bis dann, zum zweiten Mal. Press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll do nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you?